Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zum Europa-Pack von Planet Zoo, dem DLC, was am Dienstag, den 14. Dezember erscheinen wird. Ich freue mich ganz doll drauf. Wir haben jetzt alle Tiere des DLCs gesehen und auch noch ein paar andere coole Screenshots bekommen von Planet Zoo, die sie auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben. Und in diesem Fall dachte ich mir, komm, dann mache ich heute mal ein Video dazu, wo wir uns die Sachen zusammen anschauen können. Denn die haben hier zum Beispiel ein Bild gepostet, das wir aus dem Trailer schon kennen, in dem, ich hoffe, man sieht meine Maus, ja, in dem wir die Gondeln haben, die venezianischen Gondeln, die italienischen. Und das sind ja verschiedene Styles, Bauelemente, die mit reinkommen in dem Spiel. Das wurde auf jeden Fall gesagt. Und 250 Pieces ist ja auch schon eine ganze Menge. Und in diesem Fall sehen wir dann halt hier diese Gondeln. Ich bin gespannt, ob die funktionieren werden. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so ein bisschen sein wie dieses asiatische Boot, was wir eh schon haben. Aber die Brücken sehen cool aus. Die gibt es so noch nicht. Und was auch interessant ist, ist, dass die Menschen da drüber gehen können. Ich bin mal gespannt, ob man dann den normalen Weg drüber legen muss oder nicht. Wird auf jeden Fall mal ganz interessant sein zu sehen. Außerdem hier diese Pfeiler, sodass die Gondeln nicht dagegen fahren können. Das sieht aber so ein bisschen aus, als wären die schon so ein bisschen benutzt worden. Als wäre da schon mal jemand gegengefahren oder so. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Und dann bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was von diesen Teilen wir alle schon haben und was wir nicht haben. Also hier bei den Gebäuden. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es sind im Vorfeld schon so viele Bauteile in dem Spiel, dass das ganz schön schwierig wird. Eine andere Sache, die gepostet wurde, war das hier. Hier sehen wir Busse. Ich bin wirklich gespannt. Und dann bin ich mal gespannt, wie die fungieren werden, wie die funktionieren werden. Ich glaube, dass die so als Spawner funktionieren. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diesen anderen nicht so schicken Zueingang dann löschen können und dann hier diese Busse hinstellen. Und ja, ich weiß, es gibt ja schon Busse aus dem Workshop, aber das hier ist ja dann nochmal was ganz anderes, wenn die dann auch funktionieren können. Also im Spiel funktionieren können. Das wird auf jeden Fall mal ganz cool. Hier sehen wir auch ein paar Leute. Ich weiß nicht, die Tische sehen ein bisschen neu aus. Also die Stühle auf jeden Fall. Oder habe ich die schon mal gesehen? Ja, das weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Aber die sehen auf jeden Fall cool aus. Bin ich mal gespannt. Und hier sieht das aus dann wie der Zoo-Eingang. Könnte ganz interessant werden, wie diese Busse funktionieren. Und ich finde die eigentlich gar nicht so mega hässlich, wenn ich da ganz ehrlich sein soll. Verschiedene Farben auch. Aber die kannst du wahrscheinlich einfärben. Na, so ist das auf jeden Fall. Dann gibt es noch das letzte. Hier hinten sehen wir wieder die Busse. Und hier sehen wir die Fähre, die wahrscheinlich wie die Busse funktionieren werden. Und dann sehen wir hier diesen Wagen. Ich bin mal gespannt, ob wir für jeden Shop einen eigenen Wagen kriegen oder wie es funktionieren soll. Hier ist auf jeden Fall ein Street Fox Coffee Wagen und ich weiß nicht warum, aber ich habe nicht gewusst, dass sowas fehlt im Spiel. Aber jetzt, wo ich sehe, hat es dann doch irgendwie gefehlt. Ich weiß auch nicht warum. Sieht auf jeden Fall sehr holländisch aus, das Ding hier, dieser Blick. Das eben war hier was italienisch und hier drüben ist eher so holländischer Style. Wird auf jeden Fall interessant, so ein Pommeswagen hier oder so ein Street Fox Coffee und so, kann ganz cool werden, ich weiß auch nicht. Das finde ich cool, ich freue mich ganz doll drauf auf diese Wagen. Bin mal gespannt, wie die funktionieren, wie man die platzieren kann. Vielleicht können sie ja rumfahren, ich glaube ja nicht, aber die werden nicht rumfahren können. Es ist trotzdem ganz cool, dass diese Wagen dann endlich mit im Spiel drin sind. Ich wusste nicht, wie gesagt, dass die fehlen. Ich hoffe noch so sehr auf neue Shops, aber ich glaube, das hätten sie angekündigt, wenn es neue Shops gibt. Gut, das waren auf jeden Fall so die interessanten Sachen hier. Gibt natürlich noch mehr interessante Sachen in diesen Screenshots, aber das Wichtigste sind natürlich die Tiere, die jetzt auch dabei sind. Denn das erste Tier, was wir hier sehen auf diesem Screenshot, ist natürlich der Luchs. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, den haben wir auch schon bewegt Bild gesehen. Ein wunderschönes Tier und ich meine diese kleinen süßen Ohrfitzel hier, ich weiß gar nicht, diese Haare auf den Ohren sehen mega cool aus. Und ich weiß, das sind Screenshots, die wurden dann alle bearbeitet und so, aber es sieht trotzdem fantastisch aus. Das muss man einfach mal so lassen, dass die Tiere und die Screenshots, die Planet Zoo macht, immer fantastisch aussehen. Sehen immer richtig, richtig gut aus. Finde ich mega nice. Ich freue mich ganz doll drauf, auf den Luchs auf jeden Fall. Sieht auch nicht so fuzzy aus wie die anderen Tiere, die wir sonst immer so sehen. Also so plüschig. Der hier sieht eher so rau aus. Weiß auch nicht warum. Finde ich. Aber ist ganz cool. Ich freue mich ganz doll auf den Luchs. Der hier sieht wiederum eher rauer aus. Oder eher fusselig. Ich weiß auch nicht. Das ist der Dachs. Ich bin immer noch überrascht, dass der gewählt wurde für das Europa-Pack. Ich weiß, der gehört zu Europa dazu und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht so das gewohnte Zootier. Ich weiß auch nicht warum. Ist auf jeden Fall nicht, wenn ich an den Dachs denke. Hier im Hintergrund sieht man übrigens noch ein bisschen Weihnachtsdeko.
Ne? Wollte ich nochmal so gesagt haben. Der sieht aber trotzdem cool aus. Der hat so große Krallen hier vorne. Schon so ein bisschen gefährlich. Aber die sind abgeschnitten. So sieht das auf jeden Fall aus. Der kann auch einfach nur im Schnee drin sein. Aber dann sieht er auch total süß aus. Ich weiß auch nicht. Es ist nicht das gewohnte Zootier. Nicht das Tier, womit ich gerechnet hätte im Europa-Pack. Aber jetzt ist er drin. Und der sieht ja ganz süß aus. Dann haben wir vielleicht mein Highlight, dass der Dammhirsch, das Dammwild, sieht da nicht einfach fantastisch aus. Hier sehen wir das Weibchen, hier sehen wir das Männchen, hier im Hintergrund steht noch ein Männchen. Ist übrigens ein schönes Gehege, das mal so ganz nebenbei, aber ich meine, Hirsche haben einfach gefehlt in dem Spiel. Hirsche haben einfach gefehlt. Ich sag's immer wieder und jetzt, ich weiß, das ist Dammwild Europa, aber man kann die bestimmt auch in Asien reinmachen, so asiatisches Dammwild oder so. Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten. Hat gefehlt, ist mein Highlight. Und ich weiß, ich habe immer so komische Highlights in den DLCs. Ich weiß das. Aber Dammwild, Leute, Dammwild. Ihr werdet am Ende sagen, Goro, du hattest recht, das Dammwild, bestes Tier im DLC. Tja, ich weiß, ist jetzt schon. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen neu sind. Die sehen irgendwie, keine Ahnung, haben wir die Pflanzen gehabt? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob man hier Pflanzen sieht, die wir noch nicht haben. Ist schwer, ne? Ist schwer, das sieht alles alt aus. Sieht auch alles alt aus hier. Keine Ahnung, da sind bestimmt ein paar Pflanzenexperten von euch unterwegs, die mir sagen können, ob ich hier irgendwas übersehen habe oder nicht. Aber Dammwild, ich meine, ist das ein schickes Geweih oder ist das kein schickes Geweih? Sieht mega cool aus. Bin auch gespannt, ob es verschiedene Geweiharten gibt oder ob die so standardmäßig sind. Habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie ist denn das beim Elch? Weiß ich auch nicht. Das Vivarientier, der Feuersalamander, ich bin bei dem, er sieht auf jeden Fall richtig cool aus, ist natürlich mega klein und er wird wahrscheinlich auch mega klein im Spiel sein, aber ist trotzdem interessant, weil in was für einem Vivarium wird er denn leben? Ist das dasselbe wie bei der Schildkröte und dem Frosch? Oder wird das, was gibt's denn sonst noch? So ein Tropending wäre ja eigentlich unnötig, ne? Und dann gibt's Wüste. Das wird interessant. Ich glaube, der lebt in demselben wie der Frosch und die Schildkröte. Also die letzten beiden, die wir gehabt haben. Waren es die letzten beiden? Na, die wir gehabt haben. Also, ihr wisst, welche ich meine, mit diesem Wasser und so. Ich glaube, Feuersalamander leben auch im Wasser. Glaube ich. Und da ist auch so eine kleine Insel. Ja, das wird schon das Vivarium sein, denke ich. Sieht trotzdem mega cool aus. Ist wahrscheinlich auch die Wahl des Vivarientiers war wahrscheinlich auch nicht so mega schwierig, weil Feuersalamander ist ja mega cool. Ein Frosch hätte es auch getan, aber da haben wir ja den Ochsenfrosch zuletzt gekriegt. Das letzte Tier, was gerade eben quasi gepostet wurde, ist der Steinbock. Und in diesem Fall hier, ich weiß nicht, was der macht, aber der streckt sich, glaube ich. Wir haben den Steinbock auch schon gesehen. Hier sehen wir einmal ein Männchen, wir sehen ein Weibchen. Ich wusste gar nicht, dass weibliche Steinböcke grün sind oder grün-braun. Sieht auf jeden Fall mega komisch aus. Im Hintergrund sehen wir eine Gondel, die haben wir natürlich schon gehabt, da ist nichts Neues. Auch so pflanzentechnisch kann ich wirklich nichts Neues erkennen. Weiß auch nicht warum, aber egal. Aber er sieht auch mega fantastisch aus, schicke Hörner hier. Sind Hörner, ne? Ist kein Geweih. Hat trotzdem schicke Hörner, sieht cool aus. Ich bin auch gehypt auf den Steinbock. Ich bin mir unsicher, ob Steinbock oder Dammwild ich am besten finde. Weil Steinböcke haben auch gefehlt in dem Spiel. Die haben wirklich richtig doll gefehlt. So Bergziegen, ne? Gibt's doch fast jedem Zoo, gibt's doch Bergziegen. Und gerade auch die weiblichen Ziegen kannst du bestimmt in so einem Streichelzoo mit reinbauen oder so. Das könnte doch auch cool werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mega cooles Model ist, ich weiß, in Screenshots im Spiel sieht's vielleicht noch ein Stück anders aus. Ich bin trotzdem mega gespannt. Schreibt gerne mal rein, welches dieser Tiere ihr am besten findet. Sind ja 5 an der Zahl. Ich bin wirklich gespannt auf die ganzen Tiere. Hier das Dammwild, da freue ich mich ganz doll drauf, den Steinbock. Ja, der Dachs, dann da lieber der Luchs. Ich glaube, der Dachs ist das, worauf ich mich am wenigsten freue. Also gleich nach dem Salamander. Jetzt habt ihr gerade gesehen, dass ich hier, habt ihr das gesehen? Ja, dass ich hier die Bilder auf Twitter geöffnet habe. Nichtsdestotrotz, schreibt gerne in die Kommentare, welches dieser Tiere ihr als erstes bauen werdet vielleicht. Ihr habt ja bei mir abgestimmt, welches ich als erstes baue. Kann man ja im Community-Tab nochmal nachschauen. Und wir sehen uns dann vielleicht am Dienstag wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Da ist ja dann DLC-Tag. Da wird es dann auf jeden Fall irgendwas dazu geben. Ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gehypt auf das Europa-Pack. Das wird cool. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hau das mal rein.